Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank für Ihren Bericht, für Ihren Einsatz für die Kulturszene und auch für die schnellen und unbürokratisch ausgezahlten Stipendien. Wir sind sehr froh, dass das schnell auch bei den betreffenden Antragstellern gelandet ist. Aber auch wenn dieses Engagement sehr zu begrüßen ist, sind die Größenordnungen doch leider sehr überschaubar. Wir haben es gerade gehört, 2000 Euro pro Antragsteller, das ist gerade mal ein Zuschuss und sichert eben nicht die Existenz, wurde gerade gesagt. Laut einem Dossier des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes betragen die Verluste dieser Branche allein für 2020 rund 22,4 Milliarden Euro. Wir reden also hier nicht nur über die schönen Künste, wir reden hier auch über einen großen Wirtschaftsfaktor. Dieser Rückschlag hat einzelne Teilbranchen auf das Umsatzniveau von 2003 zurückgeworfen. Einige Teilmärkte sind besonders stark betroffen. Zum Beispiel die darstellenden Künste brachen um 85% ein, die Musikwirtschaft um 54%, der Kunstmarkt um 51% und die Filmwirtschaft um 48%. Das ist dramatisch, das ist existenzbedrohend. Gerade im Kulturbereich zeigt sich, dass die Politik des Rundum-Kahlschlag-Lockdowns der vergangenen Monate ein riesiger Fehler war und immer noch ist. Gerade in diesen Zeiten wäre es notwendig gewesen, ein kulturelles Angebot für die Bürger zumindest in Teilen offen zu halten, zum Beispiel in Museen oder Konzertsälen mit entsprechenden Konzepten. Dass das geht, zeigte Berlin gerade, wo kürzlich ein Konzert der Philharmoniker vor 1000 Besuchern stattfand. Im Berliner Ensemble gab es eine Theateraufführung vor immerhin 350 Zuschauern. Es geht also, wenn die Politik es zulässt, und auch in Kiel wird zum Glück bald wieder Theater gespielt. Aber selbst wenn Schleswig-Holstein endlich den Kulturbetrieb wieder zulassen würde, wird 2021 das zweite Schreckensjahr für die Kreativen werden. Gerade in dieser Szene sind oft Solo-Selbstständige, Freiberufler und geringfügig Beschäftigte unterwegs. Hier sind oft gar keine oder nur geringe finanzielle Rücklagen vorhanden, sodass dauerhafte Einbußen zwangsläufig die Existenz bedrohen. Gerade in der Kultur liegen die großen Probleme noch vor uns, denn diese Branche benötigt für einen Neustart, wenn er denn kommt, lange Vorlaufphasen und echte Planungssicherheit, woran es aber wie in der Gastronomie und im Tourismus weiterhin fehlt. Die Branche muss sich auch auf Veränderungen im Konsumverhalten einstellen. Zwar gibt es auch hier sicher großen Nachholbedarf, aber das Geld ist in vielen Haushalten auch knapper geworden. Die Eintrittspreise für Theater, Konzerte und Kino waren auch schon vor der Lockdown-Krise für viele Mitbürger zu hoch. Die Panikmache in Politik und Medien wird auch nach einer Öffnung manch einen verängstigten Kulturfreund davon abhalten, wieder unter die Leute zu gehen. Dieser Dauer-Lockdown wird noch lange tiefe, nicht nur finanzielle Spuren im Land hinterlassen. In den zurückliegenden Monaten ist gerade die Kulturszene sehr kreativ gewesen, um mit digitalen Veranstaltungsformaten zumindest einen Teil der finanziellen Verluste auszugleichen und um die notwendige Publikumsbindung aufrechtzuerhalten. Diese Kreativität muss auch in Zukunft von Bund und Ländern unterstützt werden, über die jetzt gezahlten, sehr bescheidenen Zuschüsse hinaus. Das erste Bühnenstück über das Corona-Drama wird sicher gerade schon geschrieben. Sorgen wir dafür, dass auch bald wieder überall im Land der Vorhang aufgeht. Eine Bemerkung zum Schluss, Frau Ministerin. Sie haben ganz kurz auf die Veranstaltungsbranche abgehoben. Wir haben gestern hier die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses einen wirklichen Brandbrief einer Veranstaltungsagentur aus Kiel bekommen. Der Wirtschaftsminister wird das bekommen haben, aber es gibt ja Überschneidungen in dieser Branche. Ich werde mir erlauben, das an Sie weiterzugeben, denn auch die Veranstaltungsbranche, die pfeift auf dem letzten Loch und vielleicht können Sie da auch eine beruhigende Nachricht weitergeben. Es geht hier um eine Veranstaltung auch in Fehmarn, was mich als Ostholsteiner besonders betrifft. Vielen Dank dafür und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.